Die mit rund 350 Kilometern weiteste Anfahrt der Saison sorgt für ein Novum in der Geschichte der Spielvereinigung Hankhofen. Erstmals reisten die Dorfburen bereits am Tag vorher an und blieben in der Nähe von Aschaffenburg über Nacht. Trotzdem geht die heimische Viktoria vor 830 Zuschauern am Schönbusch als Tabellenfünfter natürlich favorisiert in dieses Match gegen den 15. Das Hinspiel entschieden die Unterfranken in Weiß und Blau mit 2:0 für sich. Die Niederbayern präsentierten sich in den ersten Minuten aber richtig ausgeschlafen. 7. Minute, Brian Wagner mit viel Platz im Mittelfeld schickt Veron Dobruna und der versenkt die Kugel zum frühen 1:0 für die Gäste. Schockstart also für die Viktoria, die sich aber recht schnell berappelte und nach 13 Minuten selbst erstmals gefährlich im Hankhofener Strafraum auftauchte. Veit Clement bringt den Ball noch vor der Auslinie rein und in der Mitte reagiert Nicolas Hebisch schneller als sein Gegenspieler. Der Ausgleich für die Gastgeber. Bei Clement ging es übrigens weiter. Das Match also von Anfang an mit viel Power und so blieb's auch. 16. Minute, Hankhofen bringt den Ball nicht aus der Gefahrenzone und so klatscht das Leder binnen weniger Sekunden gleich zweimal an den Querbalken. Einmal wird der eigene Mann angeschossen, dann scheitert Hebisch. Glück also für die Dorfburg. Selbst setzen sie aber dann wieder zu einem offensiven Nadelstich an. Brian Wagner gewinnt das 1-gegen-1-Duell und steht alleine vor Max Grün, schiebt das Ding aber links vorbei. Nur eine Minute später eine ganz ähnliche Situation auf der anderen Seite. Niklas Meyer tankt sich da an Timo Sokol vorbei und im Gegensatz zu Wagner bleibt er cool und versenkt im langen Eck zum 2:1 in der 20. Minute. Nun die Gastgeber vorübergehend klar Chef im Ring und mit einer Eckenvariante in der 27. Minute. Benedikt Laverty lauert da am 16er und trifft zum 3:1. Da haben sich die Hankhofener ganz schön übertölpeln lassen. Auch in der Folge Aschaffenburg näher dran am 4. als die Gäste im Anschluss. Treffer fiel bis zur Pause, aber keiner mehr. Durchgang 2 begannen die Hausherren dann allerdings im Verwaltungsmodus. Hankhofen deutete nach 51 Minuten zumindest mal an, dass sie die Partie noch nicht abgeschrieben hatten. Bei den Gastgebern dauerte es dagegen bis zur 67. Minute, ehe es wieder mal gefährlich wurde. Dann aber richtig, Laverty muss hier eigentlich das 4:1 machen, scheitert aber an Keeper Sebastian Mayer. Und so blieb die Tür offen für Hankhofen. Dobruna hätte sie mit einem Freistoß nach 72 Minuten fast sogar noch mal richtig aufgestoßen. 2 Minuten später der nächste 100%er für Hebisch. Der wackelt zwar halb Hankhofen aus, bringt aber die Kugel nicht an Meyer vorbei. Und so war der Sack eben immer noch nicht zugebunden. Hankhofen weiter bissig und mit diesem Sonntagsschuss von David Vogel am Samstagnachmittag in einer zuvor abgewehrten Ecke. Der passt genau in den Winkel und somit die Gäste nach 79 Minuten tatsächlich mit der Chance auf einen Zähler. Allerdings rissen sich die Gastgeber in der Schlussphase nochmals am Riemen. 87. Minute, Laverty wird links auf die Reise geschickt und in der Mitte lauert der eingewechselte Florian Pieper. Jetzt war der Deckel drauf. Und damit er auch ja gut sitzt, wurde er eine Minute später sogar nochmals richtig festgeklopft. Flanke von Kapitän Benjamin Bayer auf den ebenfalls eingewechselten Daniel Cheron, der 5:2 Endstand am Schönbusch. Ja, wir gingen relativ schnell mit 0:1 im Rückstand nach einer Umschaltaktion von Hankhofen. Danach hat die Mannschaft natürlich hervorragend dann auch ein Spiel bis zur Halbzeit gedreht, 3:1 gewonnen. Ich glaube, da haben wir auch wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht, hätten sogar noch höher führen können zur Halbzeit. Wir haben dann natürlich in der zweiten Halbzeit dann auch ein bisschen nachgelassen. Das muss man auch sagen, war eher ein ausgeglichenes Spiel dann. Obwohl 200%ige Torchancen hatten wir noch über Laverty und Hebisch kurz vorm Tor. Und dann bekommen wir jetzt 3:2. Und dann kann so ein Spiel dann tatsächlich schon mal kippen. Aber ich glaube, mit dem 4:2 war dann das Spiel entschieden. Die Moral hat gestimmt. Wir sind zurückgekommen in der zweiten Halbzeit. Ich habe den Eindruck gehabt, dass Aschaffenburg danach richtig Probleme hatte. Natürlich auf Konter gelauert hat, weil wir immer mehr aufmachen mussten. Nach dem 3:2 hätte man nur gewünscht, dass wir noch extremer in die Box reinkommen, um vielleicht das entscheidende Tor zu machen, oder das entscheidende Ausgleichstor für uns. Wir wären ja mit einem Punkt zufrieden gewesen zu machen, aber dann waren wir zu offen und dann ist die Qualität der Spieler Bayer, Laverty, Pieper und so weiter zu groß. Der Neuling verkauft sich also über weite Strecken recht teuer. Am Ende setzt sich aber die Klasse der Viktoria durch. Aschaffenburg bleibt Fünfter, Hankhofen rutscht einen Rang ab auf 16.